Hey ho Leute und willkommen zum neuen Videolog, den ich schon einen Tag früher raushauen werde als den anderen, aber ist ja auch egal. Ich habe mir nämlich mal überlegt, ein paar Kumpels haben mir doch wirklich gesagt, ich sollte mal längere Videologs machen. Okay, bekommt ihr jetzt, kein Problem. Und zwar geht es heute mal um mein aktuelles Let's Play Dead Space 1. Da ist jetzt auch der dritte Teil rausgekommen, was viele Dead Space Fans zum Heulen brachte, weil dieses Dead Space Ding ist nicht mehr da. Du hast nur noch Cutscenes, darfst 5 Minuten laufen, Quatsch, 5 Minuten, 5 Sekunden laufen. Ich habe der Controller aus der Hand gerissen. Sag's euch ungefähr, weil wenn das wäre. Ach, ich pack mal gerade den Controller aus. Ach, ja, zocken, 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 zocken. Oh, gib her, ich will haben. Jetzt zocken, 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 zocken. Oh, ich darf laufen. Oh, nein, 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 ja, gib her. Zocken, 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 zocken. Oh, wieder weg. Cutscene, yay. Nein, nicht, Scheiße, muss ich sagen. Du darfst kaum gegen Negomorphs kämpfen. Erstens. Zweitens, du hast Cutscenes. Du darfst dich echt kaum bewegen. Es sind echt verdammt viele Cutscenes, was bei Dead Space 2 ja echt recht selten war. Was ich auch gut fand. Aber bei Let's Plays 3 soll es ja nun wirklich sehr viel Cutscenes geben. Ich habe mir zwar noch nicht das ganze Let's Play angeguckt, weil ich selber noch spielen möchte. Ich werde es mir auch kaufen, weil ich eigentlich doch ein sehr recht großer Dead Space Fan bin. Boah, da geht dann noch die Puste beim Reden aus. Und dann werde ich selber testen. Aber die Zombies sollen auch ganz zum Schluss kommen. Also diese Negomorphs, die wir doch so gut kennen von Dead Space 1 und Dead Space 2. Du kämpfst jetzt eher mehr gegen Marines und kannst den Headshots geben und dann fliegen die Köpfe ab und die laufen trotzdem noch so weiter. Trotzdem passiert da nichts. Und ja, das riecht immer voll auf. Eigentlich sage ich euch jetzt mal, worum es bei Dead Space geht. Ich hoffe, ihr könnt mich gleich trotzdem noch sehen. Dead Space, Computerspiel bei Wikipedia. Naja, wo sonst? Dead Space ist ja ein Videospiel, was entwickelt wurde von EA für den PC, PlayStation, also für die Konsolen auch noch. Dabei geht es um das Schiff, die USG Shimura, genau. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wie ich das mir zusammenreime. Und wir sind halt dieser Isaac Clarke und müssen halt das Schiff mal wieder irgendwie reparieren, weil es da ein Kommunikationsproblem gibt. Und halt dieser Isaac Clarke, den wir spielen, der wird halt in Dead Space 1 bis Dead Space 3 eine ganz große Rolle spielen. Bei Dead Space 3 eher weniger, weil du spielst zuerst mal einen anderen. Und ja, wir sind erstmal die Reparaturcrew, die auf die USG Ishimura muss. Und ja, es geht auf jeden Fall noch darum. Ja, das Spiel kam 2007 raus, Ende 2008. Zum Gameplay. Das Spiel schlüpft in die Rolle des Kommunikationsingenieurs Isaac Clarke, welcher auf das Bergungsschiff USG Ishimura muss. Und dort strandete, weil sie stürzen ja ab. Und sind dann halt auf dem Schiff gefangen. Dingens da, Dingenskirchen. Worauf die geflogen sind, ist ja nun auch kaputt, weil das ja weg ist, ne? Ist ja jetzt kaputt und die sind ja, haben ja halt die Schutzhülle hochgefahren, weil sie den Portbooster verloren haben. Nun sind sie leider auf diesem Schiff gefangen, es kommen diese Negomorphs, jeder wundert sich, wo ist denn die verdammte Crew hin? Und nachher finden wir im Endeffekt auf der Brücke raus, sie ist tot, sie wurde von diesen Viechern überrannt. Ja, nun, ich lese einfach mal weiter. Bla 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 bla. Und sie wundern sich halt, was da Besatzung passiert ist, das habe ich ja gerade schon gesagt. Von Beginn an findet sich der Spieler in der futuristischen Welt ein. Also naja, futuristisch ist es eine, aber der Welt ist halt, sind halt die Rohstoffe ausgegangen und die USG Shimura hat jetzt halt diesen Brocken gefunden, der diese Rohstoffe, wo er sitzen soll. Und naja, da waren wohl ein paar kleine Außerirdische nicht mit zufrieden und wollten mal schnell eben die Menschheit umbringen, was sie auch gut geschafft haben im zweiten Teil. Ja. So. Weiterhin muss man gegen Aliens kämpfen. Ja, sagte ich schon. Sogenannte Negomorphs, die das ganze Schiff überrannt haben oder überfallen haben. Es sind nicht nur Negomorphs, es sind auch noch andere Tiere da. Tiere, Aliens, Außerirdische, whatever.
In einzelnen Spielerschnitten muss der Spieler sich auch durch Schwerelosigkeit und Vakuum bewegen, um das Missionsziel zu erfüllen. Ja, das ist, wenn man einfach so fliegt oder halt in einem Raum ist, wo keine Luft ist. Dort hast du dann einen Luftkanister, das hättet ihr auch noch im Spiel sehen. Ist immer sehr scheiße, weil du musst Luftstation finden. Dort gibt es immer so eine kleine Betankungsstation und du hast halt Kanister dabei. Und die musst du dann halt, da musst du dann halt durchlaufen. Und im Raum, wo du fliegen kannst, dort musst du dann halt auch von Wand zu Wand springen und irgendwelche Batterien einsammeln, um die dann wieder irgendwo reinzustecken. Dead Space beinhaltet außerdem RPG-Elemente. So hat das Spiel die Möglichkeit, an Automaten Ausrüstung zu kaufen und Gegenstände und Eigenschaften zu optimieren. Das Speichern erfolgt an sogenannten Checkpoints. Ich nenne die Dinger Safe Station. Habe ich von einem anderen YouTuber, den ich jetzt nicht sage, weil ich Spoiler nicht. Wusch, wusch. Ja. Also, es gibt Shops, da kannst du ja Rüstung kaufen. Level 2er Rüstung zum Beispiel. Plasma Cutter, den haben wir ja schon im Moment. Das ist das Ding, was du da drehen kannst und bong, bong, bong. Dann habe ich mir jetzt noch im Let's Play das Impulsgewehr geholt. Finde ich sehr geil, weil die Dinger können auch eine echt gute große Granate schießen und das ist ein Automatikgewehr. Trotzdem bleibt Plasma Cutter immer noch das geilste Ding. Hinten haben wir dann einen Rig, der ist ungefähr hinten. Das ist wie so eine Wirbelsäule eigentlich, bloß leuchtet das Ding. Und das ist halt die Gesundheitsanzeige, was ich sehr geil integriert gefunden habe bei Dead Space 1 bis 3. Die haben das nicht irgendwo an der Seite rumgemacht, sondern die haben das wirklich hinten auf dem Rücken gemacht. Finde ich echt geil. Das hast du ja auch mit dem Stasepack, die Funktion und so weiter und so fort. Und ja, Energieknoten, damit kannst du auch noch deine Waffen upgraden. Und so weiter und so fort. Ja, okay, es gibt die USG Ishimura, die USG Kalyan und die USG Valor. Die kenne ich zwar nicht, aber. Okay, die USG Ishimura ist ein Bergungsschiff. Das wissen wir ja schon. Die USG Kalyan ist ein Reparaturschiff. Ah ja, mit der sind wir ja, stimmt ja, mit der sind wir ja sozusagen in die USG Ishimura reingekracht. Und die USM Valor ist ein Militärschiff. Ah ja, okay. Stimmt, das wartet ja auf einer. Das sage ich jetzt noch nicht, sonst wisst ihr das schon. So, weiter zu den Charakteren. Der Hauptcharakter ist Isaac Clarke. Zack Hamilton ist der Sicherheitsoffizier, der farbige. Der immer so ein bisschen ist, ne? Kenra Daniels, das ist halt das Weib, was das ganze Computersystem immer hackt und uns Zugang verschafft. Corporal Chen und Corporal Johnston. Die Piloten der USG Kalyan, mit welchen Isaac und sein Team auf die Ishimura kommen. Das sind also die Steuerdingens da. Dr. Terence Kayen, der leitende Wissenschaftsoffizier der Ishimura, versteckt sich in der VIP-Sicherheitsräume. Das werden wir auch noch erfahren. Ich weiß das gar nicht mehr alles. Ich habe das mal vor 2 Jahren irgendwann gespielt. Nicole Brenham, Isaacs Freundin und Assistenzärztin auf der Ishimura. Mark, 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 Mark. Was es mit der auf sich hat, werdet ihr auch noch in dem Let's Play erfahren. Jedenfalls ist Isaacs Freundin. Auf jeden Fall ist es Isaacs Freundin, die, naja, die Nekomorphs dachten sich mal. Und dann haben sie in sich reingebissen und so, ne? So, Captain Benjamin Matthäus, der Captain der Ishimura und ist ebenfalls ein Unitologe. Oder. Scientologe, nee, Scientologe sind ja wieder diese komischen Pisser da. Unitologe. Ich will es euch jetzt echt nicht verraten, worum es eigentlich in dem Spiel geht. Sagen wir nur, es ist groß und spitz und es ist kein Penis. Jacob Temple. Jacob Temple war ein Mechaniker auf der Ishimura, der ähnlich wie Isaac versucht, seine Freundin zu finden. Und Dr. Elizabeth Cross. Des Öfteren findet man Audiologs von Dr. Elizabeth Cross, der Freundin von Jacob Temple. Der Chalice Mercer,
Ich weiß nicht, was das ist. Wissenschaftler an Bord der USG Ishimura. Besseres. Besessen von den Negomorphs. Ich bin nicht von denen besessen. Definitiv nicht. So. Bla 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 bla. Genau, dazu gibt es ja noch einen Film zu Dead Space. Der ist Dead Space Downworld. Das ist in einer Zeichentrickverfassung aufgehalten. Und den könnt ihr euch gerne mal angucken. Angucken. So, 10 Minuten. Ja. Flup. Xbox 360 Controller. Das war mein Videolog über Dead Space. Und wahrscheinlich kommt ja noch eins über was anderes, was ihr gerne haben möchtet. Wie immer, schreibt PNs. Schreibt in die Kommentare, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt. Bis dahin, bye bye.